Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Tesla-Probefahrt. In diesem Teil fange ich an mit dem Interieur. Ich wollte einmal das Innere hier von dem Auto zeigen. Ich sitze jetzt vorne auf dem Fahrersitz. Ich würde sagen, wir fangen hier vorne an, weil es hier halt die meisten Sachen zu zeigen gibt. Dann können wir uns noch die Sitze anschauen. Ich will mich aber nach hinten setzen, mal ein bisschen gucken, wie geräumig das Ganze ist, welche Staumöglichkeiten es hier gibt und so weiter und so fort. Aber beginnen wir einfach mit dem, mit dem Interieur und mit den Bedienelementen hier, die man als Fahrer vor sich hat. So, das hier ist die Schaltzentrale. Das ist im Grunde genommen das Bedienelement in der Mitte. Neben dem Lenkrad, wo man, ich sag mal, 90% der Funktionen steuert. Mechanisch gibt es hier ja nur noch sehr wenig zu tun. Wie wir hier sehen, im Lenkrad haben wir nur noch diese beiden Knöpfchen bzw. Drehregler. Mit dem hier kann ich die Lautstärke regeln rauf und runter, die Sender von links nach rechts schalten bzw. die Lieder umschalten. Und damit kann ich die Geschwindigkeit vom Tempomat, die vorgegebene, rauf und runter regeln bzw. links und rechts den Abstand einstellen zum vorausfahrenden Fahrzeug. Dann habe ich halt die noch zwei von den Wippen, Schaltwippen. Mit der regel ich, klar, mit der blinke ich und der Scheibenwischer wird mitunter hier noch geregelt und die Lichthupe. Wie kann man den am besten zeigen? So, mit der Schaltwippe wähle ich den Gang aus, also parken, rückwärts, neutral oder D für fahren und aktiviere hier den Tempomat. Durch einmaliges Drücken nach unten oder durch zweimaliges Drücken nach unten den Spurhalteassistent. Das ist im Grunde genommen das, was man mechanisch hier in diesem Auto machen kann. Ich habe hier noch die Fensterheber. Das kann ich noch machen. Hier ist der Knopf, um die Tür zu öffnen. Ansonsten gibt es hier in dem Auto keinerlei mechanische Bedienelemente mehr. Alles, was wir hier tun, passiert über das Display. Wirklich, man kann hier nicht mehr tun. Alles andere passiert über das Display. Fangen wir hier vorne mal an. Es gibt so eine Schnellzugriff-Funktion, wo man halt so ein bisschen die verschiedenen Kategorien durcheinander geworfen hat, aber halt alles auf einen Blick, was so relevant sein kann. Die Außenbeleuchtung, die Einstellung der Spiegel, auf die Schnelle die Spiegel einklappen, Fenstersperren, Displayhelligkeit, Auto, genau. Heute Morgen bei der Übergabe war es noch ganz lustig, wir haben uns gefragt, wie kommen wir an das Handschuhfach? Das Handschuhfach ist zu, da ist der Fahrzeugschein drin, beziehungsweise ja, die Kopie oder der Fahrzeugschein. Und dann haben wir gesucht, ein bisschen durch die Menüs hier geswitcht und dann irgendwann ist es aufgefallen, ach, hier unten steht doch Handschuhfach. Ich finde es ein bisschen doof gemacht, weil es ja irgendwie, ja gut, es gehört auch zu keiner Kategorie so richtig. Aber wenn man nicht weiß, wo es steht, kommt man halt nicht drauf, dass es hier links unter den ganzen Menüs im Grunde genommen. Aber es funktioniert. Ich drücke einmal hier drauf. Sesam, öffne dich. So, was haben wir hier noch? Genau, Spiegelverstellung, Lenkradverstellung, habe ich schon kurz gesagt, funktioniert aber so, wenn dieser Bildschirm aktiv ist, dann verändert dieser Knopf hier seine Funktion und ich kann damit plötzlich den Spiegel verstellen. Das ist ganz nett. Rechts und links, Auto absenken, der Spiegel ist aktiviert, Auto einklappen ist aktiviert. Auto absenken beim Rückwärtsfahren, sehr praktisch. Dann gehen die Spiegel runter und ich sehe den Bordstein. Auto einklappen, wenn ich das Auto abschließe, wenn ich weggehe, klappen die Spiegel ein. Das ist schon mal ganz nett. Beim Lenkrad ist es wieder das Gleiche. Das Knöpfchen hier übernimmt jetzt die Funktion rauf, runter,
drauf runter und rein und wieder raus. Genau, so funktioniert es. So. Okay. Genau, das war Schnellzugriff. Leuchten kann man so ein bisschen drüber fliegen. Das ist halt die Einstellung der Beleuchtung. Steht auf Auto. Schaltwander Ausstieg, bla bla bla. Das ist nicht so spannend. Verriegelung. Genau, das sind halt die Schlüssel, die im Auto verwendet werden. Ich schließe das Auto ja mit so einer Karte auf. Display-Einstellungen. Das macht Auto. Display-Reinigungsmodus. Was ist das denn? Da wird es wahrscheinlich... Genau, Display wird schwarz. Da sieht man, wie dreckig es ist. Nicht schön. Zum Beenden drücken und halten. Beenden in... So. Jetzt ist das wieder an. Genau, Sprache... Navigationssprache, Zeit, Energie, genau, Energieanzeige kann man auf Distanz oder Energie umstellen. Das ist ganz interessant für später. Ich stelle es mal um, einfach weil ich die ganze Zeit schon auf Distanz hatte. Jetzt würde ich mal das andere. Und die Einheiten und so weiter, das ist unspektakulär. Hier in dem Menü Fahren lässt sich quasi der, der Beschleunigungsmodus in zwei Stufen einstellen. Der Lenkmodus lässt sich einstellen. Auch also merklich einstellen. Der Unterschied ist groß von Komfort zu Sport. Jetzt kann ich den Track-Modus aktivieren. Das ging vorhin nie. Oha, wählen Sie den Track-Modus, wenn Sie Teslas leistungsorientierte Stabilitätskontrolle und Antriebseinstellung speziell für Rennstrecken aktivieren möchten. Dieser Modus wurde speziell für erfahrene Rennfahrer, die mit der Strecke vertraut sind, entwickelt. Verwenden Sie ihn nicht auf öffentlichen Straßen. Im Track-Modus werden einige Fahrzeugfunktionen, zum Beispiel Fahrassistenzfunktionen, deaktiviert oder sind nur eingeschränkt verfügbar. Weitere Details finden Sie im Benutzerhandbuch. Nein, den machen wir mal jetzt nicht, weil wir gleich hier ganz normal in der Stadt unterwegs sind. Der Kriechmodus ist noch aktiviert, dass das Auto, wenn man von der Bremse geht, das ein bisschen rollt. Schlupfstart ist nicht aktiviert, halt, wenn man sich irgendwie festgefahren hat oder sowas, braucht ich jetzt heute noch nicht. Autopilot, verschiedene Optionen. Das Herbeirufen ist hier möglich, kann ich aber nicht machen, weil ich gehe ganz stark davon aus, dass das nur über das Handy geht, auf dem man halt eingeloggt ist in diesen Account hier. Und das ist ja nicht mein Auto, mein Handy ist nicht mit dem Auto verbunden. Einstellungen nicht so. Hier ist alles an, genau. Die ganzen Assistenten sind an. Navigation ist auch soweit unspannend. Sicherheit zeigt mir noch an hier oben. Jetzt ist die Handbremse quasi aktiviert, weil ich auf P gegangen bin. Das macht er von alleine. Also man kann die Handbremse nicht manuell betätigen. Man kann hier das Fahrzeug ausschalten. Man kann die Tempobegrenzung, die Airbags. Diesen Guard-Mode, das ist ja noch ganz nett. Den Wächter-Modus, mal gucken, wie die Beschreibung... Ach nee, das lesen wir jetzt nicht alles. Überwacht die Umgebung. Die Gefahren des Diebstahls, Beschädigung, zeichnet es auf. Warnung, akustisch, bla bla bla. Ein Wächter-Modus, genau. Einpark, Audiosignal, Sicherheitsanlage, Kippmann. Zum Fahren PIN eingeben haben wir auch nicht. Und unter Service... Scheibenwischer-Service-Modus, nein. Abschleppmodus, oh, auch interessant. Und man kann sich hier noch das Benutzerhandbuch anschauen. Also das war im Grunde genommen das erste Menü hier auf der linken Seite, wenn man auf das Auto klickt. Das Auto kehrt immer wieder zurück zu diesem großen, zu dieser großen Navigationsansicht, wenn man diese Fensterchen schließt. So, Audio-Option. Tolle Sache, das Auto hat natürlich Radio und DAB, hat Spotify, integriert. Man kann sich, wenn man einen Account hat, hier einfach anmelden mit seinem Account und ansonsten ohne Account kann man halt quasi diese Gratis-Sachen hören. Ein Telefon verbinden, TuneIn und genau, das ist eigentlich zum Radio, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Den Knopf machen wir gleich hier, den überspringen wir jetzt. Sitzheizung ist ganz selbsterklärend, dann kann ich hier die Temperatur einstellen. Na, so, das sind die Klimaoptionen. Ich habe jetzt gelesen, Stufe 1, AC ist an, Umluft hier mittig. Soll die Luft rauskommen, wieder unten nach oben. Das ist da ein Ausschalter. Das ist der Automodus.
Hier kann ich noch die Sitzheizung steuern. Also alle 5 Sitze sind beheizt, können beheizt werden. Hier gibt es ja keine, also man sieht ja keine Lüftungsschlitze von der Belüftung. Also wie man sich denken kann, kommt die Luft hier raus. Ne? Hier gibt es aber überhaupt keine Möglichkeiten, irgendwas einzustellen. Jetzt ist das hier wieder verschwunden, weil ich zu langsam war. Das stelle ich über dieses Touchpad ein. Guck mal, wenn ich hier kann ich die Ausrichtung der Lüftungsdüsen einfach mit so einem Schieberegler rauf runter. Ich habe es mal ganz gerne nach ganz oben. Und für den Beifahrer kann man das gleiche auch machen. So, aber das kann ja auch vielleicht noch unten blasen, so wenn da keiner sitzt. Obwohl, kann auch nach oben, ist ja egal. Das Auto hat ja dieses große. Krieg jetzt überhaupt nicht drauf hier, ne? Das hat auf jeden Fall dieses große Glasdach. Das ist ein bisschen warm, wenn die Sonne von oben scheint. Das fand ich also sehr angenehm, dann hier die Belüftung so nach oben zu stellen, dass quasi die warme Luft da oben Richtung Scheibe, Glasdach sich bewegt und so ein bisschen für Kühlung sorgt. So, genau, hatten wir die. Achso, die Sitzheizung lässt sich natürlich einmal hier direkt aktivieren oder darüber. Ja, Scheibenheizung ist klar, Lautstärkeregelung ist auch klar. Und ich habe hier noch diese Möglichkeit der Hunde, sag ich mal, wenn ich einen Hund im Auto lasse, die Funktion kann ich aktivieren, wenn ich das Auto zu und verlasse, Auto zumache, abstelle, dass ich zum Beispiel einen Hund im Auto lassen kann und dass die Klimaanlage weiterläuft und der im Hund nicht gegrillt wird im Sommer im heißen Auto. So, was haben wir noch? Genau, dieses eine Knöpfchen haben wir ausgelassen. Da kommt nämlich nochmal so ein Untermenü mit Kalenderfunktionen. Man kann ins Internet gehen. Man kann sich. Ups, da wäre ich jetzt wieder zu langsam. Man kann jederzeit die Rückfahrkamera einschalten. Also auch wenn man vorwärts fährt. Ganz schön. Dieser Ladebildschirm. Der zeigt mir jetzt hier, genau, das war jetzt das, was ich eben umgestellt habe. Jetzt zeigt er das hier in Prozent an, 33%. Und die andere Option zeigt die Kilometer dort an, Restreichweite, Kilometer. Hier kann ich halt die Ladeleistung noch begrenzen, ich kann die planen und ich sehe hier die Kosten fürs Supercharging. Ich kann hier oben den Ladeanschluss öffnen, also alles. Und genau, das Ladelimit kann ich hier einfach einstellen. Vollladen, vielleicht zu 50% laden, zu 80% laden. Also das ist ganz gut. Man muss es ja nicht immer bis 100% laden. Man braucht ja selten 100% SOC. Vielleicht ist für den Akku irgendwie bei 90 oder 80% schon da. Kann man also alles machen. Hier kann man auch den Ladestrom begrenzen. Das hatte ich, glaube ich, eben schon gesagt. So, was gibt es noch? Ja, Telefonfunktion. Dieser Energiebildschirm, der ist hier noch ganz interessant. Der zeigt jetzt hier meine letzten 50 Kilometer an. Geschätzte Reichweite noch 172 Kilometer, so wie ich gefahren bin. Aktuell ändert sich nichts. Trip, gut, der zeigt jetzt nichts an. Das zeigt er an, wenn man eine Navigation gestartet hat. Dann zeigt er, vielleicht kann ich das ja mal schnell zeigen, irgendein altes. Irgendein Ziel. 20 Meter auf St. Tönieser Straße Richtung Osten fahren. Ja. Jetzt eine Kehrtwende bei Obergplatz machen. Mhm. So. Jetzt nochmal. Energie. Genau, Trip. Der sagt mir jetzt, ich starte hier bei 33% SOC und bei Ankunft habe ich nur noch 31%. Das ist eine Strecke von irgendwie, dem gesagt, irgendwas um die 20 Kilometer oder so. Vielleicht ein bisschen weniger. Und da würde ich also 2% verlieren hier. Und wenn man fährt, bewegt sich quasi dieser rote Pfeil. Man sieht, wo man ist. Und das ist quasi so eine Prognose, wie viel man noch bei Ankunft im Akku hat. Das ist ganz nett. Ich breche das jetzt mal wieder ab. Das passt. Ich habe hier noch mehr Möglichkeiten. Ich kann über den Schnellzugriff quasi auch hier die Kamera auswählen. Ich kann auch über einen Schnellzugriff in das Laden. Ich kann den Sprachassistenten hier aktivieren. Ich kann hier auch den Ladeport
öffnen, ich kann den Kofferraum öffnen, ich kann den Frunk öffnen und ich kann hier im Schnellzugriff auf meine Scheibenwischer zugreifen und Reifenluftdruck zeigt er mir nicht an, weil er es im Stand anscheinend nicht macht. Während der Fahrt zeigt er es an und ich habe hier noch ja, die Möglichkeiten, den Kilometerzähler, Trip A, Trip B, seit dem letzten Laden, Verbrauch 18, seitdem ich vorhin losgefahren bin, nochmal nach der kurzen Pause, ja, ja, passt. So, was gibt es hier dazu noch zu sagen? Die Navigation, Google Maps, echt cool, schnell, online, zeigt Verkehrsstörungen an, also kann ich hier unten auswählen. Ich kann aber die Optik auswählen, quasi mit oder ohne Satelliten Hintergrund. Ich kann die, genau, das war die Verkehrslage und ich kann hier die Supercharger einblenden. Das ist echt cool. Hier gibt es halt den MERS, direkt in der Nähe gibt es einen und dann bekomme ich auch echt direkte Infos, wie weit das ist. 4 von 8 Ladeplätzen sind dort verfügbar aktuell. Die Leistung 120 kW, die Gebühren dafür, kann man direkt hin navigieren. Eine tolle Sache. In Erftstadt gibt es auch noch einen. Oh, jetzt navigiert er. Ah, jetzt, wenn man einen in der Liste auf drückt, dann navigiert er direkt dorthin. Fahren. Und zwar sagt er auch, Moment, ich würde dort voraussichtlich in Erftstadt mit 12% SOC ankommen. Und für eine Rückfahrt, Hin- und Rückweg, minus 7. Also es wird nicht klappen, hin- und zurückfahren. Aber ich würde nach Erftstadt kommen, was 78 Kilometer sind. Locker, ja klar. So, abbrechen. So, nochmal die, genau, Supercharger. Ist echt cool. Ne? Die werden ausgegraut, die ich halt nicht mehr erreichen kann. Die sind dann... genau, die sind dann so ganz, ganz leicht nur dargestellt. Und die, die ich erreichen kann, sind dann voll, voll in Farbe. Das finde ich echt cool. Echt auch schon schnell, das Navi. Wie gesagt, das ganze Tablet ist ja, ja, das kann schon was. Ist schon eine ganz gute Leistung. So. Das ist es soweit. Was, ja, ich meine so Sachen wie, die Sonnenblenden und so weiter, das können wir uns sparen, da müssen wir nicht drauf eingehen. Hier sind noch Knöpfchen Warndreieck und diesen SOS und Notfallknöpfchen. Ja. Staumöglichkeiten können wir uns noch angucken. Hat der Wagen ja auch einige. Und zwar fangen wir direkt hier vorne mal an. Also normalerweise sieht das so aus, wenn das hier alles verschlossen ist. Nee, noch anders. Normalerweise, ne, ist das hier alles hier so ein bisschen Hochglanz. Das ist offen und das ist jetzt auch. Und zwar habe ich vorhin, wollte ich ja mein Handy hier anschließen zum Laden, habe ich mir echt einen Wolf gesucht und keine USB-Anschlüsse gefunden. Also ich habe, wie mache ich das jetzt? Ich habe hinten die USB-Anschlüsse gefunden, aber das Kabel ist ja nicht lang genug und außerdem unnötig. Ich wusste, vorne sind welche, aber wo? Musste ich echt googeln, kurz, um darauf zu kommen, dass man diese Klappe hier öffnet und nichts sieht, da ist so eine Handyablage. Man kann aber das ganze Ding hier, so, da unten, 1, 2, da sind die USB-Anschlüsse versteckt. Tja, wenn man es nicht weiß, sucht man sich eben einen Wolf. So, die machen wir wieder zu. Da ist ein Staufach, das ist recht groß. Ja, geht jetzt nicht zu, weil mein Kabel dummerweise im Weg ist, aber ich mache das jetzt so. Hier sind noch zwei Getränkebecherhalter und das große Staufach befindet sich jetzt hier drunter. Das hier kann man auch noch rausnehmen und dann ist das ja relativ groß. Hier ist noch ein Zigarettenanzünderanschluss, 12 Volt. Da rein. Hier liegt die Karte, mit der halt das Fahrzeug, mit der ich mich autorisiere, dass ich überhaupt fahren kann, oder die Karte fährt das Auto nicht. So.
Ja. So, dann haben wir noch in den Türen halt welcher Flaschenhalter. In der Tür habe ich auch noch ein Fach. Und das ist es im Grunde genommen mit den Ablagefächern. Handschuhfach habe ich vorhin schon ganz kurz gezeigt. Ups, Entschuldigung, das war das Radio, habe ich aus Versehen angemacht. Die Innenausstattung ist weiß bei diesem Auto hier. Ich frage, wie lange wird sie noch weiß sein? Das Auto hat jetzt irgendwie 13.000 Kilometer runter. Es sieht nach 100 oder 200.000 Kilometern wahrscheinlich nicht mehr ganz so schön aus. Also eigentlich schick, ja, hinten auch. Eigentlich sieht das recht cool aus. Nur, ich würde es mir jetzt, wenn ich vor der Entscheidung stünde, würde ich es auf keinen Fall so kaufen, weil da hat man nicht lange was von. Also das Weiß bleibt halt nicht lange weiß. Ansonsten muss ich sagen, der Fahrersitz hier sehr bequem. Ich habe den auch gar nicht verstellt. Es hat zufällig so gepasst. Ich habe mich einfach reingesetzt und bin losgefahren. Die Einstellung ist super. Der Sitz ist jetzt hier ein bisschen tiefer noch als meiner. Und genau, die normalen Sitze, ich habe es noch gar nicht gemacht, deswegen aber ganz normal, wie bei eigentlich allen Autos, habe ich hier die Sitzverstellung, alles, was man so kennt. Ja, genau, in alle Richtungen rauf, runter und so weiter. So, ich glaube, wir gehen mal nach hinten und gucken uns mal die Platzverhältnisse hinten an. So, ich bin jetzt hier im Heck des Model 3, habe mich mal reingesetzt und ja, das ist so ein bisschen wie bei mir im Leaf natürlich auch das Problem. Der, kann man das so sehen? Ja, wenn man sich so hinsetzt, ja, ich glaube nicht so leicht. Doch, man kann es sehen. Wenn ich jetzt die Füße ganz nach hinten Richtung Sitzbank ziehe, dann sitze ich so, was natürlich nicht wahnsinnig bequem ist auf Dauer. Ich kann die Füße aber auch weiter nach vorne tun, quasi unter den Fahrersitz. Der ist ja jetzt nicht so wahnsinnig weit hinten. Und ja, es ist schon besser. Ich rücke jetzt mal mit dem Hintern ganz nach hinten und sitze jetzt schon besser. Also so kann man es aushalten. Kopffreiheit, können wir uns gerade mal anschauen. Also ich bin 1,80 Meter groß. Und wenn ich mich jetzt ganz absichtlich ganz lang mache, aber sowas, so würde ich nicht sitzen während der Fahrt, komme ich oben an das Glasdach. Normalerweise wird man sich irgendwie so reinsetzen und hätte, ja, 5 cm, 6, keine Ahnung. Also eine Faust geht da nicht zwischen, aber ein paar Handbreit gehen auf jeden Fall dazwischen. Das ist okay. Das ist nicht so schlecht. Jemand mit 1,90 oder 2 Metern hat hier definitiv nichts zu suchen. Der muss dann irgendwie so hier sitzen. Nicht ganz so ideal. Kopfstützen gehen die rauf und runter. Nee, nur die mittlere, ne? Die kann man verstellen. Achso, hier drücken. Das ist, glaube ich. So, jetzt ist das Ding weg. So. Hinten Platzbedarf, genau. Wir können mal schauen. Der Beifahrersitz, der ist ein bisschen weiter hinten. Also da ist ein bisschen weniger Platz, aber trotzdem könnte ich da locker sitzen. Also ich zeige das jetzt mal, wenn ich hier ganz normal, ganz bequem sitze, habe ich jetzt hier so eine Faustabstand zum Sitz. Also es ist noch sehr weit weg. Ich könnte echt noch viel weiter nach vorne, also quasi so runterrutschen. Ja, hier kann ich auch Taschen in den Türen, wo man das reintun kann. Natürlich kann man hier die Armlehne rausfahren. Zwei Becher hier drin finden Platz. Jo, passt. Klar. Ja, das ist eigentlich cool. Ob ich euch das ein bisschen zeigen kann. So, das ist der Blick nach oben, hinten, da kommt da eine Holm und
das ist quasi der Blick davon. Richtig schön. Sehr, also stark getönt, das Glas, aber man hat eine tolle Sicht nach oben. Schön. Schön, schön. Hier kommen noch ganz kleines Detail. Hier kommen noch Kleider, Häkchen raus. Hier kann man quasi seine Jacke aufhängen. Links und rechts. Griffe, so zum Festhalten. Hier diese Griffe gibt es hier nicht. Naja, ist auch nicht so wichtig. Benutzt man eigentlich eh nicht so sehr. So, hier gibt es noch die beiden USB-Anschlüsse, Lüftungsschlitze und ich glaube, das hatten wir alles. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen und das soll dann reichen zum Innenraum. Bis zum nächsten Teil.